Deutschlogik. Was ist das? Nomen est omen. Jedes Wort hat einen Namen. Jedes Wort ist eine Macht. Im Deutschen sind Worte im sogenannten Sprachverkehr so in Anwendung, dass Mensch dabei in Versehrungen verkehrt. Das Wort sehr stammt nach dem dudischen Herkunftswörterbuch von schmerzhaft, schmerzlich, wund, gewaltig, heftig, verwundet. Versehrungen sind also Verwundungen, Vergewaltigungen, verschmerzter Schmerz, perverse Schmerzen. Das Wort Verkehr macht im Namen deutlich, hier ist etwas verkehrt, also falsch gelaufen. Ist das Deutsche, so wie es anwendet ist, deutlich? Was ist das Wesentliche im Deutschen? Das Wesen im Deutschen ist, es ist deutlich, es ist klar, es ist stimmig, es ist logisch. Also, so Mensch das Deutsche im Worte deutlich deutet, deutlich anwendet, hat Mensch Halt im Wort, hat Mensch Klarheit im Leben. So Menschen Weisheit im Worte einsehen, stimmt Logik, ist Logik unversehrt, ist Logik unverlogen, ist Stimme in Kraft, ist Stimme unverstimmt. Das Leben ist Fluss. Das Leben begreifen zu wollen, indem das Leben im Stand gehalten wird, indem das Leben theoretisch zum Stehen gebracht wird, um es dann zu verstehen, um es dann mit dem Verstand festzusetzen, klingt wie eine anmaßende Verrücktung. Da ist wenig Heiteres bei, weshalb das Wort Verrücktheit hier unangebracht ist. Dem Leben ist Mensch nah, so Mensch im Leben fließt, das Leben seelisch feiert. Das Leben nur überleben zu wollen, ist eine Verrückung des Geistes, welcher den Wechsel zwischen Tod und Leben verwehrt. Wer macht das verrückte Vermächtnis der Waffengewalt? Eine sehr versehrte Verweisung im Wechsel zwischen Tod und Leben.